Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich es mal wieder wagen und ein New in Make-up Gedönsen machen, ein Make-up-Try-on-Haul. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe nämlich einiges Black Friday geshoppt, dann habe ich auch so ein bisschen jetzt noch ergänzt, ne, mit Adventskalender-Produkten und so, damit ich hier halt wirklich ein Full-Face habe. Und ich starte einfach mal mit dem Love Perfectitude Hyaluronic Serum Primer Radiant Glow Rampampam. Das ist ein Produkt, das war in einem Adventskalender drin, den hatte ich schon mal. Vor Jahren habe ich auch schon mal leer gemacht und finde ich wirklich gut. Ne? Also ich habe euch auch alle Produkte in der Infobox verlinkt. Hier sind Timestamps, falls euch gerade der Schritt Lidschatten oder so nicht interessiert, dann könnt ihr einfach weiter skippen. Au, ich habe eben irgendwie aufgeräumt und scheinbar, au, der Primer kommt hier ziemlich rausgeschossen. Und ja, hat auch so einen ganz, ganz leichten, zarten Glow drin. Ich persönlich mag super gerne den, ist es der Aura Glow Primer? Ich glaube schon, ne? Von Love, den finde ich total geil. Der ist ja auch ein Dupe zu dem Becker Light Shifter bla. Der ist super leicht, zieht aber schön ein und gibt Feuchtigkeit und hinterlässt so ein Gefühl, dass das Make-up da nachher drauf festgetackert werden würde. Also ich mag den. Welcome back to my Make-up Collection. Dann habe ich letztens in einem wundervollen Trash-Paket, was ihr entweder noch sehen werdet oder was online, was jetzt demnächst online kommen wird, diese geile Foundation drin. Becca Ultimate Coverage 24-Hour Foundation habe ich hier in der Farbe Leinen. Und also der Wahnsinn in Tüten. Ich habe mir von Sephora jetzt endlich diese diese Rare Beauty Pinsel geholt. Hier habe ich jetzt einmal den Foundation Pinsel. Ich war da so lange scharf drauf, ne? Jetzt war er endlich mal wieder verfügbar. Ich gebe mir mal ein bisschen was von der Foundation hier auf meinen Handrücken. Huch. Was macht die denn da? Geile Geräuschkulisse. Okay, dann nehme ich mir den Foundation Pinsel. Und dann kommt die Foundation drauf. Oh lala, die Farbe passt so gut. So gut. Aus der Entfernung hätte ich jetzt gesagt, ach komm, musst du gar nicht noch irgendwie mit dem Schwämmchen einarbeiten. Aber mit Spiegel denke ich mir doch definitiv. Vor allem, weil das eine sehr trockene Foundation ist. Da habe ich jetzt hier von Twicy das Schwämmchen. Das hatte ich euch ja auch in dem Twicy Try-on-Haul gezeigt, wo ich euch verschiedene Looks geschminkt habe. Da ja, konnte ich es aber nicht verwenden, weil ich da immer schon die Base drauf hatte. Ich habe zwei davon und die sind total klasse. Habe ich jetzt auch schon mehrfach verwendet, kann ich euch wirklich von empfehlen. Die sind richtig schön weich. Ja, das ist ein Concealer, den hatte ich auch in einem Adventskalender. Den habe ich auch dieses Jahr, glaube ich, leer gemacht von Yves Saint Laurent. Der Touche Eclat Radiant Touch ist eigentlich, wird eigentlich auch so als Highlighter oder so verwendet, ne, in der Farbe 2. Ich finde den super. Das ist ja ein sehr subtiler, aber wenn ihr einen Dupe dazu sucht, dann kann ich euch auf jeden Fall hier von L'Oreal den True Match empfehlen. Ne? Das ist ziemlich vergleichbar. Auch hier Rare Beauty. Da habe ich den Concealer-Pinsel. Yay! Versuche ich jetzt mal damit einzuarbeiten. Ich gebe mir das auch schon direkt auf meine Augenlider, weil ich keine Lidschattenbase neu habe. Boah, der ist ja richtig geil, der Pinsel. Also damit funktioniert das unfassbar schnell und schön. Cool. Ich habe eben ein Nickerchen auf der Couch gemacht, deswegen habe ich hier super viele Flusen im Gesicht. Also so wirklich Couchflusen, das sehe ich richtig. Das sind keine Krümel, weil jetzt irgendwie Make-up krümelt oder so, aber hier auch. Überall Flusen. Oh. Concealer mag ich und jetzt gefällt mir tatsächlich meine Base auch recht gut. Ne? Ist alles soweit abgedeckt, was abgedeckt sein sollte. Und ich habe aber noch was von Rare Beauty. Und zwar habe ich mir endlich auch mal einen von ihren Liquid Blushes oder Cream Blushes geholt. Liquid Blush habe ich, aber den Cream Blush hier in der Farbe Nearly Neutral ist der. Sieht aus wie so ein Polly Pocket, ne? Finde ich ganz hübsch. Ich bin ja voll der Fan von sowas. Und so sieht die Farbe aus. Ich finde die dann doch relativ dunkel. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe da auch eben schon mal reingeswatcht, um zu gucken, ob mir die nicht vielleicht ein bisschen zu dunkel ist. Ich habe jetzt den Foundation-Pinsel mal so ein bisschen am Handtuch auch abgefusselt. Und nehme ein bisschen was auf und trage mir den Blush einfach mal auf meine Wangen. Oh, dafür ist dieser Pinsel einfach grandios. Wow. Ist das schön. Ich mag das. Und wirklich deutlich subtiler, als ich dachte, ne? Voll krass. Den kann man sicherlich auch dann unabgepudert lassen oder so, ne? Aber ich bin halt so ein Fan davon, alles Mögliche dann nachher auch mit Puder zu setten und nachher auch noch einen anderen Blush nochmal drüber zu geben, um die Langfristigkeit der Haltbarkeit zu geben. Ich weiß nicht.
Süß, dieser Spiegel übrigens, der da mit drin ist. Und ja, aber jeder so, wie er möchte, ne? Aber das ist einer, der so Cream to Powder von der Textur her ist. Das sieht doch mal nach was aus, ne? Mag ich leiden. Feinio, dann hatte ich jetzt in einem koreanischen Adventskalender, im gestern Adventskalender, just mal gerade diesen wunderschönen Peach Powder Dings drin von Skin Food. Ja, 15 Gramm sind hier drin, das ist ganz schön viel Produkt. Wow, super fein. Also das kommt hier auch richtig staubig raus. Ich habe hier voll die Wolke um mich drum herum. Mache ich noch einmal kurz so bei dem Concealer, damit ich jetzt kein Fältchen-Creasing sette. Ach, ich liebe diesen Pinsel. Und dann nehme ich mir hier einfach von Unique einen Pinsel, um unter den Augen zu setten. Das geht sehr gut. Oh, guck mal. Voll flawless geworden. Aber ich muss ihn nachher staubsaugen. Das steht fest. Und das Puder riecht auch tatsächlich nach Pfirsich, ne? Also wer keine Düfte mag, hat hier ein Nasenproblem. Ja, und ich sette damit jetzt auch einfach mal mein komplettes Gesicht. Aus der Nähe sieht man schon so einen Weißschleier. Man sieht auch, dass es relativ furztrocken dann auf dem Gesicht ist. Aber es ist nicht unangenehm, dass es spannen würde. Für mich ganz persönlich ist es das perfekte Puder, wenn ich jetzt so YouTube-Videos mache, ne? Weil ihr bekommt dann so ein flawless Gesicht hingesetzt. Es ist ja, als hätte ich einen Weichzeichner drauf, ne? Das ist voll hardcore. Aber ich glaube, im realen Leben wäre mir das zu trocken. Also, ne, ich habe ja eine trockene Haut, weil, ja, es macht einen Photoshop-Effekt, aber da muss man halt aufpassen, dass es nicht so cakey aussieht, ne? Weil je nachdem, wie ich jetzt mein Gesicht auch drehe, sieht das auch jetzt im Spiegel total samtig aus und das sieht natürlich unnatürlich aus, ne? Ja, deswegen, also das ist für mich eher ein YouTube-Puder und weniger ein reales Leben-Puder. Man muss natürlich noch schauen, wie sich das nachher setzt, ne? Und wie das mit dem Setting Spray sich auch noch setzt. Aber so ist es mir ein bisschen zu künstlich. So, weiße Leinwand möchte gerne wieder ins Leben geholt werden. Ich habe hier zwei verschiedene Bronzer, die wir mal austesten werden. Einmal habe ich mir hier von Art Deco Green Couture den Natural Skin Bronzer geholt. 9 Gramm sind hier drin. In der Farbe 3 Bronzing Use. So heißt der. Der sah relativ subtil aus, hat ein sehr ansprechendes Verpackungsdesign. Das ist ja diese ja, grüne Reihe jetzt von Art Deco. Mit einem Spiegel, mit einem Blumi. Dann nehme ich jetzt hier von It Cosmetics einen Pinsel. Den habe ich auch in einem wundervollen Paket von einer ganz, ganz lieben Zuschauerin bekommen. Wird jetzt mal so auf dieser Seite ein bisschen vor mich hin bronzen. Also ultra subtil, den muss er aufbauen, ne? Weil ansonsten hast du halt nur einen ganz leichten Bronzing-Effekt. Und ich bin ja hell, also weiß hell, richtig zu krass übermäßig hell. Hellste Nuance der Foundation hell. Ja. Ne? Und da sieht man den schon kaum. Und das ist die Farbe 3. Und da frage ich mich, wie ist denn das, wenn jemand vielleicht gerade sonnengebräunt ist oder so? Also Claudi im Sommer oder so, ne? Da würde ich den gar nicht sehen. Da wäre es vielleicht eher ein Puder. Sehr, sehr subtil das Ganze. Und ich rühre da ordentlich drin rum und baue mir den auch megamäßig auf, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich da nur so tupf mache, sondern ich hau ja echt auf die Kacke, ne? Also, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, der wird nicht bei mir bleiben, ne? Weil das ist mir ja doch ein bisschen so anstrengend hier. Da mache ich mir dann doch eher größere Hoffnungen bei Kiko. Die haben eine so schöne Limited Edition rausgebracht. Precious Rituals Long Lasting Vegan Bronzer. 10 Gramm sind hier drin. In der Farbe 01 Honey habe ich mir den bestellt. Die hatten ja auch zu Black Friday den krassesten Sale seit langem mal wieder. Und das ist so schön. Das ist eine Holzverpackung. Und, wow, ist das schön, oder? Allein so zum Angucken. Das ist schon ein Traum. Und dreht man den so auf, dann hier ne, den Spiegel in der einen Hand und das Moped in der anderen und auch das Pressing da drin, das ist ja schon wieder so hübsch. Ja, da bin ich wieder voll am Start, ne? Da schreit mein Herz, das sag ich euch. Und riecht auch so ein bisschen orientalisch und nach Sandelholz oder Räucherstäbchen irgendwie. Auch so ein bisschen nach Gewürzen. Und ja, da gehe ich jetzt natürlich auch rein, weil, oh Gott, da kriege ich ein bisschen mehr Produkt. Von eben noch ein bisschen meinen Flow drin gehabt. Das ist ein bisschen viel gewesen. Und der kommt jetzt hier auf die andere Seite. Da kommt schon mehr aufs Gesicht, ne? Das muss man wirklich so sagen. Ja, auch von der Nähe betrachtet finde ich persönlich, dass der Kiko Bronzer einfach deutlich harmonischer aussieht. Der hat ein bisschen was Gelbes mit dabei, was mir nicht ganz so gut gefällt, ne? Also da bin ich ja nicht so Fan von, aber da kommt ja noch gleich Blush auch noch mit bei. Und das hier finde ich zu, weiß nicht,
auch fleckig irgendwie, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Art Deco darf nicht bei mir bleiben. Ja. Ebenfalls aus dieser Art Deco-Geschichte habe ich Silky Powder Blush. 4 Gramm sind hier drin. Und das ist so ein ganz, ganz kleines, niedliches Produktchen in der Farbe 40. Das ist so ein, ja, fast schon Mauve-Tönchen, ein bisschen kühler. Auch da haben wir wieder ein wundervolles Pressing drin. Und der gibt schon ein bisschen mehr Farbe hier auf dem Pinsel, ne? Ja, da wollen sie beim Blush ein bisschen mehr abgehen. Wow, wow. Aber schön, mag ich. Oh, guck mal. Ne? Das gefällt mir. Den muss ich auch gar nicht aufbauen, weil der so schon ordentlich Farbe abgibt. Also, das reicht dann auch tatsächlich an Farbabgabe, ne? Wow. Schön, mag ich. Cool, gefällt mir. Bleibt. Trashosaurus hat diesen Highlighter zu mir geführt von Spectrum, der Oceana Oyster Highlighter. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich hoffe, dass es funktioniert mit uns beiden. Weil der hat so ein Gold- und irgendwie auch Silberschiff drin. So schaut der aus. Also auch wieder so ein Holo-Packaging, ne? Und ja, ne? Hallöchen, Popöchen. Aber ich fand den schön. Ich fand den richtig schön. Wir gucken mal. Ich nehme jetzt mal diesen Pinsel, mit dem ich eben auch unter meinen Augen oder wo ich abgepudert habe. Und trage mir den Highlighter hier mal auf. Hä? Der ist ja super subtil. Das ist ja fast nichts von, ne? Krass. Der ist viel dezenter, als ich dachte. Ich dachte, Wunder, wie hardcore der sein wird. Nö, ist er nicht. Jetzt habe ich Augenbrauen und oder Augenbrauen, die jetzt dran sind. Da habe ich hier was von Rare Beauty auch mir bestellt in der Farbe Taub. Aber Leute, ich habe ein bisschen Angst davor. Das sind eigentlich so Augenbrauen, ja, Puder, ne? Aber das ist ganz schön dunkel. Guck mal. Hehe. Wow, ne? Das andere sah so warm aus. Ich versuche jetzt einfach mal mit diesem Ton meine Augenbrauen so ein bisschen zu machen. Oh, es ist dunkel. Ach, guck mal, da ist sogar ein Pinsel mit dabei. Ein Spoolie habe ich dann nicht mit dabei, oder? Nee. Aber ein Pinsel, cool. Den nehme ich doch mal. Da ist wohl ein Spoolie bei. Das muss man abziehen. Wie geil ist das denn? Okay, okay. Das ist ja total crazy hier. Wow. Also von der Farbe her entspricht es meinen Augenbrauenhärchen. Aber meine Augenbrauenhärchen sind auch ganz schön dunkel, ne? Also das Augenbrauenbürstchen und das Pinselchen finde ich persönlich grandios. Ich finde es total cool, dass es so 2-in-1 ist und dass es so schön versteckt ist und dass es hier mit drin ist. Das ist so großartig für auf Reisen, ne? Muss ich wirklich sagen. Ich muss das nur irgendwie wieder reinkriegen. 1A. Ist schön drin versteckt. Spiegel hast du ja auch noch mit dabei. Ich habe jetzt die beiden Farben auf meinen Augenbrauen. Hier habe ich den etwas kühleren Ton und hier natürlich den etwas wärmeren Ton. Ich finde, das sieht man auch und ich finde, der etwas kühlere Ton entspricht meiner Augenbrauenfarbe. Und das finde ich gut. Also ein schönes Augenbrauen-Set werde ich auf jeden Fall weiterverwenden. Und um dieses ganze natürliche Augenbrauen-Gedönsen beizubehalten, habe ich hier, weil Benevape, ne, ich bin ein Benevape, Leute, voll krass. Ich habe von Benefit mal wieder ein Paketi bekommen. Und ich hatte vorher schon, und den habe ich auch öfters verwendet, in der Farbe Nummer 3, den Gimme Brow Plus. Den finde ich total klasse. Der steht bei mir auch am Schminktisch. Aber jetzt habe ich den mal in der Farbe Nummer 2 bekommen. Mega. Der ist ein bisschen heller dann natürlich. Und größer. Cool. Genau. Da ja, haben wir jetzt dieses Produkt. Das ist halt ein gefärbtes Augenbrauen-Gel. Und damit gehe ich jetzt einfach ganz locker durch meine Augenbrauen, um sie dann nochmal ein bisschen mehr einzufärben. Das hatte ich halt zum Beispiel auch super gerne im Sommer verwendet, ne? Also jetzt habe ich extrem bushy brows. Dann nehme ich mir halt so einen sauberen Spoolie jetzt einfach und dann lege ich das, was mir zu hoch absteht, einfach wieder hin. Und so habe ich dann ein sehr natürliches Ergebnis bei meinen Augenbrauen. Aber ich mag das gerne leiden. Also vor allem im Sommer ist das voll mein Vibe. So, jetzt happy ein bisschen was an die Schattenpalette, ist klar, ne? Ich habe aber da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich euch zu 2 von den Lidschattenpaletten schon mal so im Vorfeld einen Look geschminkt. Und den kann ich euch ja auch so im Schnelldurchlauf ein bisschen mit einlaufen lassen, während ich euch ein bisschen was zu den Paletten erzähle. Genau, dann rücke ich quasi hier in den Hintergrund und das geht wieder nach vorne. Zuallererst habe ich mir die Pat McGrath Labs Lidschattenpalette geholt. Und zwar die Mothership Mega Celestial Odyssey. Und da muss ich wirklich mal kurz sagen, hallo, wie geil ist bitte diese Qualität und wie geil sieht die aus und wie günstig war die? Ich habe es gar nicht verstanden, warum die auf einmal so günstig war. Die hat irgendwie nur noch
ich glaube, 50 Euro oder so gekostet bei Douglas. Und normalerweise hat die irgendwie 84 gekostet. Total krass. Ich habe die auch schon bei mehreren YouTubern jetzt gesehen. Und das ist so ein riesengroßer Spiegel. So wunderschöne Farben. Ich bin da auch ein bisschen in den Farbtopf gefallen. Aber als ich den Look dann auch in Videos getragen habe, habt ihr das super gefeiert. Am geilsten fand ich den Citrine Envy. Diesen richtig krassen, schimmernden Grünton, der ganz unten rechts in der Ecke ist. Der ist der Hammer. Die Palette hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte vorher keine Paletten von Pat McGrath Labs und das ist jetzt meine erste von der. Und ich feiere die. Also es kann durchaus sein, dass diese Qualität von der Palette mich jetzt so überzeugt hat, dass ich jetzt in Zukunft auch mehr davon haben möchte, weil Hardcore. Wir haben zwar fast nur Schimmertöne da drin. Wir haben 4 matte Töne. Und der Rest sind komplett Schimmertöne. Aber das ist nicht schlimm, denn ich liebe Schimmertöne. Für mich ist das so eine geile Palette, die einfach so beautiful ist. Und ich mich ernsthaft frage, warum die das für so wenig Geld rausgehauen haben, ne? Naja, falls es die noch geben sollte, ist sie natürlich auch in der Infobox verlinkt. Und ich hatte sie auch auf Instagram geteilt. Da heiße ich übrigens AIDUIP, Claudia rückwärts und ein B dahinter. Folgt mir da sehr gerne. Ja, weil wenn ich sowas sehe, teile ich das natürlich, ne? Hammermäßig. Geile Palette, habe ich mir echt ein zweites Loch in den Po gefreut. Dann, wow, Nathalie Nordbeauty möchte an dieser Stelle gegrüßt werden. Guten Tag. dann habe ich noch eine weitere Palette hier, die habe ich auch bei Douglas geschossen. Da gab es aber irgendwie so eine Überraschungsbox gratis mit dabei, Black Friday Box, bla. Das ist die Marvel Eternals Palette von Urban Decay. Auch das ist ein Look, den ich damit geschminkt habe. Da habt ihr mich echt mega drauf angesprochen, als ich das in Videos hatte. Ich muss gestehen, ich bin Marvel-Fan. Ja, also ich mag gerne auch so Superhelden. Hier haben wir so ein 3D-Muster, was ich schon mal per se total krass finde, wenn du es aufklappst. Es erinnert auch so ein bisschen an diese Game of Thrones-Geschichte. Und darunter verbergen sich dann die Farben. Hier haben wir zwar keinen Spiegel, aber das ist nicht schlimm. Auch da habe ich wieder dieses geile Grün für mich entdeckt, ne? Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Ich finde die Palette auch echt schön gemacht. Ich habe lange nicht mehr eine so gute Urban Decay Palette gehabt, muss ich gestehen, weil ich hatte auch eine ganze Zeit lang jetzt so an der Qualität von Urban Decay so ein bisschen gezweifelt, ne? Mit dem Mercyful, also mit dem Grün, mit dem Genius, das ist das Lila, und mit dem Soaring, das ist das Blau. Kannst du auf die Kacke hauen. Dann hast du Immortal Warrior, was so ein schöner Goldton ist mit dabei. Loyalty ist einfach ein richtig geiles Orange. Und ja, für mich einfach wichtig. Ich habe einen Inner Corner Highlight hier mit dabei. Ich habe einen schönen Blendeton dabei. Ich habe schöne poppige Farben dabei, aber auch zurückhaltende. Was ich persönlich jetzt nicht so gebraucht hätte, wäre jetzt dieser ganz dunkle Ton, fast schon schwarze in the Shadows. Benutze ich nicht. Wenn ich einen Eyeliner mir ziehe, dann nehme ich wirklich einen Eyeliner. Dann brauche ich keinen Lidschatten dafür. Aber was du hast, das hast du, ne? Ich finde die Palette voll schön. Nimmt zwar unfassbar viel Platz weg, weil die ja schon relativ dick ist, ne? Aber ich irgendwie, ich weiß nicht, Richtung Weihnachten, wenn die da Paletten raushauen, da bin ich ja immer ganz vorne mit dabei und sage, ja moin, nehme ich gerne. Geile Palette, stehe ich drauf, mag ich. So, das wären jetzt mal die beiden Paletten gewesen, zu denen ich auch Looks geschminkt habe. Dann habe ich jetzt noch 2 Paletten hier, wo ich mich natürlich entscheiden musste, für welche ich jetzt tatsächlich einen Look mache. Und da ist meine Palettenwahl nicht auf die Rare Beauty Palette gefallen, da werde ich noch zu kommen. Vielleicht schaffe ich es sogar noch, euch dazu einen Look zu schminken und das mit einzublenden. Aber jetzt gerade habe ich einfach Bock auf die andere. Ja, da hatte tatsächlich ja auch schon die Alicia Marie drüber geredet, als Rare Beauty ja im Kommen war. Und das ist so eine relativ schöne Alltagspalette, meiner Meinung nach. Weil wir hier schöne Schimmertöne drin haben, vor allem Schimmertöne, aber auch ein paar schöne matte Töne mit dabei. Man kann da einfach zurückhaltende Looks mit schminken. Ein schöner Taubton ist dabei, ein schöner nudiger Ton dabei. Aber auch diese Schimmertöne sind einfach sehr, sehr ansprechend. Das Gold und auch dieses grob goldene hier in der Mitte, ja, finde ich schwierig, ne? Das ist eher so ein Topper-Gedönsen, aber muss ich mal ausprobieren, wie das auf dem Auge so hält. Bei solchen Tönen empfehle ich persönlich immer einen Glitterglue noch zu verwenden, ansonsten hast du es nachher im ganzen Gesicht verteilt und das will ja kein Mensch, ne? Das sieht ja ein bisschen merkwürdig dann aus, es sei denn, man möchte das und dann kann man das natürlich machen. Ja, deswegen, ich persönlich finde es schade, dass dieser Ton so ein Riesenfännchen bekommen hat, aber gut.
Egal, ja, werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen mit rumspielen. Aber heute möchte ich es ein bisschen mehr krachen lassen, denn Lethal Cosmetics hat die Berlin 89 Palette rausgebracht. Ich bin 89 geboren, deswegen musste die Palette zu mir kommen und ich freue mich wie ein kleines Kind, dass ich sie jetzt heute endlich mal anwenden kann. Die sieht sehr urban aus, ne? Also sehr urban halt, ja, das ist das richtige Wort dafür. Ja, es sind auch viele dunkle Töne mit dabei. Auch hier haben wir wieder so einen schönen Grünton mit dabei. Wer hätte das gedacht? Claudinchen feiert den, ne? Jedenfalls, ja, der schimmert in grün-lila, dieser Breakthrough. Der ist sehr, 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 sehr aufregend. Ich habe die noch gar nicht verwendet und das machen wir jetzt tatsächlich zusammen. Ich möchte starten mit dem Ton Berlin. Das ist so ein wunderschöner Orangeton. Den setze ich mir direkt mit meinem Blendepinsel auf mein komplettes bewegliches Lid. Ich ziehe den ja auch immer ein bisschen höher, ne, damit man da auch ein bisschen mehr von sehen kann, weil ich ja auch ein leichtes Schlupflid habe. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Wow, was eine Pigmentierung. Das ist typisch Lethal, ne? Wahnsinn. Dann nehme ich mir hier den Ton Republic auf. Das ist so ein, ja, schmutziges Gelb, ne? Und damit blende ich hier oben einfach so ein bisschen rum, um da die Kanten weicher zu machen und die Übergänge etwas zu vereinfachen. Das macht schon was aus, ne? Oh, ich mag das, wenn man so leicht mit Farben arbeiten kann, ne? Das macht einfach Freude. Dann möchte ich mir gerne so ein bisschen Lila hier außen aufgeben. Da habe ich hier Checkpoint. Genau, meine Herren, wie oft war ich mit meinen Eltern damals in dem Checkpoint Charlie Hotel quasi. Sammy, was macht hier eigentlich ein Haar von dir, hm? Mr. Wow ist gerade hart am Haaren. Oh mein Gott. Genau, und das setze ich mir auch wieder mit genau diesem gleichen Pinsel einfach ganz locker hier außen hin. Ich arbeite auch relativ grob jetzt so mit der Palette, also bin da gar nicht so definiert oder so unterwegs, weil ich finde, dass diese Farben auch gar nicht so danach schreien, dass man irgendwie so feine, sanfte Arbeiten damit macht, ne? Ich gebe mir jetzt den Ton Zone, das ist so ein schönes Maritim, nein, nicht wirklich, es ist so ein richtiges Blau. Richtiges Blau. Nehme ich mir mit so einem Smudger-Pinsel auf oder mit der Spitze vielmehr davon und wow. Sehr pigmentiert, setzt mir das an den unteren Wimpernkranz. Witzig, irgendwie sieht das jetzt auf meinen Augen so ein bisschen so aus wie auf meinen Fingernägeln, ne? Ja, jetzt haben wir die ganzen Mattentöne mal verwendet, die ich verwenden wollte. Ich habe bewusst auch nicht dieses Braun oder so genommen, weil ich einfach, nö, bunt, ne? Ich hatte Bock auf bunt, wie das so oft der Fall ist. Ja, jetzt möchte ich ganz gerne diesen Ton Breakthrough nehmen. Das ist dieser Ton, der jetzt in der Kamera einfach nicht grün aussieht, aber ich weiß nicht, sieht man das? Sieht man das, wenn ich das watche? Aber die ganze Zeit, wenn ich so von der Seite drauf gucke, sieht er für mich einfach überhaupt nicht lila aus. Ich glaube, wenn ich jetzt so meinen Finger bewege. So, jetzt haben wir es. Das sehe ich nämlich die ganze Zeit. Dieses grün-goldene. Und oh, es ist so ein geiler Ton, ne? Ich weiß, Duochrome ist es dann halt, ne? Den setze ich mir mal hier so hin. Hier so ist hier außen. Wahnsinnston. Ist der Hammer. Der macht den Look natürlich super dunkel, ne? Ich feiere den, weil der halt so grün-lila changierend ist. Ich finde den wunderschön, der ist echt krass. Ich glaube, der macht sich auch super am unteren Wimpernkranz oder so, je nachdem, wie man halt den Look so gestalten möchte. Aber das finde ich schon mal hardcore. Ja, jetzt nehme ich den Goldton auf, Reunion. Das ist natürlich auch sehr wichtig für uns alle gewesen, ne? Und ja, auch den nehme ich jetzt mal mit dem Finger auf, weil ich bin gerade da so fleißig mit dem Finger dabei. Den setze ich mir auf dieses innere zwei Drittel. Boom. Also die Farben, die knallen einfach, ne? Das ist einfach Lethal Cosmetics, die hauen raus, die haben Pigmentierung und die feiern sich selber dafür. Jedenfalls sollten sie das. Ich nehme jetzt auch nochmal den Smudger und ein bisschen Produkt auf, um das Ganze etwas präziser auftragen zu können. Man kriegt dadurch natürlich ein bisschen Glitzer-Fallout, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ich kriege das auch nicht so super schön ineinander hier verblendet. Das ist ein bisschen tricky, die beiden Farben hier auf dem Lid miteinander zu verbinden. Aber es ist nicht schlimm, weil ich finde, dass die Farben an sich so geil aussehen. Ich lasse jetzt so, das ist schön, das ist richtig schön. So, dann habe ich jetzt hier den Ton Transit. Das ist so ein silbergrau schimmernder Ton. Den nehme ich auch mit dem Smudger-Pinsel auf und gebe mir den in meinen Innenwinkel. Und auch unter die Augenbraue, weil wir sind ja schon mal dabei, ne? Wow. Krasser Ton. Krasser Ton. Schöner Ton. Der hat
auch so was rosa Schimmerndes mit drin, ne? Wahnsinn. Ich ziehe mir sowas auch immer ganz gerne dann hier am unteren Wimpernkranz nach unten ein bisschen mit in den Ton mit rein, damit man da auch so einen schönen Übergang hat. Und das gefällt mir gerade auch richtig gut. Holla die Waldfee. Da bin ich jetzt aber auch am Schimmern, am Glitzern, am Funkeln. Mag ich richtig gerne leiden. Es ist halt nur ein bisschen schwierig tatsächlich jetzt mit dieser Palette zu arbeiten. Da habe ich von Lidl auch andere Paletten, die nicht so viel Fallout oder Krümelei haben, ne? Aber das ist schon irgendwie ist es geil, oder? Kann man nicht anders sagen, es ist irgendwie geil. Ich werde jetzt schon mal mein Gesicht ein bisschen fixieren, weil ich einfach das Bedürfnis danach habe. Da hatte ich auch in einem Trash-Paket das MAC Prep and Prime oder in einem Überraschungspaket Fix Plus Go Dyed. Das ist dieses hier. Und wenn man das schüttelt, dann hat man da so einen richtigen Goldnebel drin. Finde ich total schön. Also da werde ich jetzt auch Schimmer aufs Gesicht bekommen. Das hat mich jetzt aber ein bisschen angespuckt, ne? Bin ich gar nicht gewohnt von dem MAC Fix Plus, dass es so spuckig ist. Übrigens, meinen Highlighter sehe ich gar nicht mehr. Der ist weg. Ja, ich habe mir auch aus dieser Lethal-Reihe etwas geholt, was ein bisschen spektakulärer ist. Und zwar ist das der Side FX Gel Liner. Der ist aber in einer etwas anderen Farbe, was ich sehr, sehr interessant jetzt finde. Und zwar ist es so ein schönes, geiles Moosgrün. Ab geht die Party und die Party geht ab. Ja, Gel-Eyeliner sind nicht immer mein Favorite, aber bei so einem etwas anderen Look ist es, glaube ich, mal ganz cool, ne? Abgesehen davon, dass mein ganzes Gesicht wegen der Lidschattenpalette am Glitzern ist, gefällt mir der Eyeliner sehr gut. Doch, der passt auch gut zum Look, ne? Das ist alles sehr stimmig, vor allem weil der Ton hier auch immer mal wieder gerne in dieses grün-goldenere ja rein changiert. Gefällt mir. Hat sich auch schön verarbeiten lassen, dieser Eyeliner. Kann ich sehr empfehlen. Oder kommen diese groben Schimmerpartikel jetzt von dem Fixing Spray, Leute? Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Als ich bei Sephora bestellt habe, gab es da auch so eine Goodie Bag mit dabei und da hatte ich zwei Mascaren drin. Da habe ich einmal die Sephora Size Up Mini Mascara und die Climax Mascara von NARS. Beide Mascaras haben ein Kunstfaserbürstchen, wobei die Sephora Mascara eher so eine Erdnussform hat und die Climax Mascara sehr bauchig unterwegs ist. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass das Ergebnis genau umgekehrt sein wird. So finde ich das jetzt ziemlich interessant zu sehen tatsächlich. Bei der Sephora Mascara war es ein bisschen schwierig auch mit der Mascara an sich zu arbeiten, weil die sehr pieksig war. Ja, und ich habe ab und an ein bisschen zu viel Produkt auf den Wimpern gehabt, dass ich dann so ein bisschen verteilen musste. Und die NARS Mascara hat mich irgendwie am Anfang ein bisschen enttäuscht. Da dachte ich, hoch, kommt da überhaupt noch was? Aber das Ergebnis spricht für sich, ne? Klar, ich verwende ein Wimpernserum, was krass ist, erwähne ich immer wieder, Grande Lash gibt es bei Purish mit dem Code CLAUDISWELT15, sparst du 15%. Aktuell ist es aber, glaube ich, ausverkauft. Vielleicht gibt es bei Amazon, ich verlinke euch das auf jeden Fall mal. Ja, aber ich bin von beiden Mascaren oder Mascaras tatsächlich positiv eingestellt, sage ich mal, ne? Weil das schon Klimperwimpern hier alle macht und mir eigentlich wohl ganz gut so gefällt, ne? Jo. Die müssen sich vielleicht noch ein bisschen eingrooven, aber die gefallen mir tatsächlich. Also kannst du wohl mit um. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen was für die Lippen und da habe ich von Kiko was bestellt. Kiko ist ja echt so eine Marke, ne? Frech, frech. Die machen auch gerne mal andere Marken nach. Ich glaube, in dem Fall haben die von der Marke Catkin das übernommen. Da hatte ich ja auch ein Schminki euch zugemacht. Auf jeden Fall ist es aus der Charming Escape Reihe, der Luxurious Shiny Lipstick in der Farbe 04. Finde ich vom Packaging her richtig schön. Ich mochte auch sehr, sehr gerne diese Limited Edition. Und ja, dann nimmt man ihn raus und denkt sich, kommt mir bekannt vor. Und ja, das, was halt diesen Lippenstift halt auch ausmacht, ist, dass er auch so eine Bedruckung auf dem Lippenstift drauf hat. Ich glaube, da wurde so ein bisschen drauf, ne, geguckt und sich das dann übernommen. Schöner Mauve-Ton gebe ich mir jetzt mal auf die Lippen drauf. Geht auf jeden Fall klar. Ich finde den Lippenstift an sich auch total schön, ne? Also der fühlt sich toll auf den Lippen an. Ist natürlich auch so ein bisschen nicht so langanhaltend, ne? Also die muss man dann immer wieder nachtragen. Aber dafür habe ich halt nicht dieses matte Finish, sondern dieses leicht shiny, piney-mäßige.
So sieht der Look dann einmal im Kompletten aus und er gefällt mir. Oh mein Gott, er gefällt mir. Es gefällt mir, dass der Lippenstift auch irgendwie so eine kleine Übergangsgeschichte zu meinem Oberteil heute schafft. Es gefällt mir, dass dieser Look irgendwie so bunt, aber irgendwie auch speziell und irgendwie so geil ist. Mir gefällt meine Base tatsächlich auch richtig gut. Also das mit der Foundation finde ich klasse. Das mit dem Puder hat sich jetzt auch durch das Setting Spray noch ein bisschen besser verhalten, als ich dachte. Meine Augenbrauen gefallen mir enorm gut. Ja, wirklich. Also es sind ein paar Produkte jetzt auch neu bei mir eingezogen, wo ich mich echt drüber freue und die ich jetzt auch öfters endlich verwenden kann und sie nicht in meiner Kiste zum Ausprobieren liegen, sondern in meine Sammlung rein dürfen. Und ja, das war's jetzt auch hier von mir und meinem ziemlich langen wahrscheinlich Try-on-Haul. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!